Partie gegen Hisham Arazi. Wir wollen Sie noch ein bisschen informieren jetzt über weitere Ergebnisse. Schauen Sie, der Keeper aus in Runde 1. Sein Gegner diesmal Hisham Arazi. Es war die erste Begegnung der beiden. Der Holzmindener erstaunt. Er spielt mal unglaubliche Bälle, dann werden leichtere Fehler. Und gut, bis zum 1-1 im dritten Satz habe ich gut gespielt. Und dann ein bisschen die Konzentration verloren, dumm einen Aufschlag verloren. Und dann war natürlich in der Oberhand. Nummer 29 im Champions Race schlicht und einfach der Konzentriertere war. Das trickreiche Spiel von Hisham Arazi macht den Marokkaner so unbequem. Der Linkshänder zudem mit viel Gefühl. Vorbei ist es auch, weil Nikola Kiefer unnötig viele Fehler machte. 45 an der Zahl. Es war immer Höhen und Tiefen und es ging nie. Ich bin 36 in der Welt und daran muss ich jetzt arbeiten, dass ich wieder hochkomme. Das werde ich jetzt in der Zeit tun. Ich werde im November einen Trainer suchen, mit dem ich zusammen arbeiten werde. Angegriffen, den entschied er glatt mit 6:1 für sich. Danach wusste er nicht mehr, wohin. Er versuchte sich übrigens mehr als 50 Mal am Netz, ganze 20 Mal ohne Erfolg. Das letzte Spiel musste Kiefer sogar zu 0 abgeben. Da ging gar nichts mehr. 6:7, 6:1, 3:6, das Ergebnis aus der Sicht von Kiefer. Den Matchball, den ersparen wir Ihnen. Es war der zweite Doppelfehler in Folge. Arazi trifft nun auf Fabrice Santoro und Kiefer beendet mit dieser 9. Erstrundenniederlage des Jahres seine Saison. Und er gelobt Besserung. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken nach Paris. 2-3 Wochen. Tja, dann wünschen